So, hallo beim Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und heute geht es mal um soziale Netzwerke und in diesem Fall nicht um Facebook, sondern um das nächste große neue Ding im Bereich der sozialen Netzwerke und das heißt Pinterest, wenn man den Amerikanern glauben darf. Pinterest ist eine Mischung aus Pinnwand und Interest, also interessanten Dingen. Man soll dort relativ einfach sowas wie eine visuelle Bookmark-Sammlung veranstalten können. Pinterest ist in Amerika mittlerweile vom Datenumsatz auf einer Ebene mit Google Plus angelangt. Das wurde im letzten Jahr mehrfach zur besten Webseite gewählt und befindet sich aber nach wie vor im Beta-Status. Wir haben jetzt eine Einladung von Pinterest erhalten. Und ich werde die mal annehmen und ihr dürft mir dabei gerne über die Schulter gucken. Ja, also Ben vom Pinterest-Team hat mir geschrieben, dass ich jetzt mitmachen darf und ich dafür auf diesen Link klicken soll. Wie ihr seht, habe ich in der Zwischenzeit einige Pins gesetzt, also die verschiedenen Pinwände des Supportnets bestückt. Ich will das nochmal an einem ganz konkreten Beispiel zeigen, wie einfach das geht. Ich bin also zum Beispiel hier auf einer ganz bestimmten Supportnet-Seite. Dann muss ich unter den Bookmarks nur auf Pinned gehen und kriege jetzt halt alle grafischen Elemente der Seite angezeigt. Da kann ich dann eins davon anwählen, sage Pinsys. Dann fragt mich Pinterest eben, wo soll das hin? Ich würde sagen, in diesem Fall geht das zu den Tests. Und gebe eine Kurzbeschreibung ein. Und hier haben wir halt einen Test beim iPad-Killer gemacht. Dann nur noch auf Pinned und schon wird die Sache automatisch auf die eigene Pinnwand gelegt, die hier zu sehen ist. Wahrscheinlich nochmal erneuern die Seite. Genau, und da ist das jetzt aufgeteilt. Genauso einfach funktioniert es halt. Ihr seht hier, sind mittlerweile auch meine Pinnwände bei Pinterest jetzt kann ich eingefügt und ich kann also mir zum Beispiel aber auch populäre Pinnwände anzeigen lassen. Oder ich kann mir welche anzeigen lassen, die vor allem mit Videos bestückt sind. Ich kann mir Pinnwände nach Themen anzeigen lassen. Da gehe ich jetzt nochmal auf den Bereich Science und Nature beispielsweise. Ja, diese ganze Webseite macht also einen sehr, sehr aufgeräumten Eindruck und das ist so ein bisschen wie eine optische Wunderkiste, wo man Lust hat, sich weiter und weiter und weiter durchzuklicken. Ach, ich sehe mittlerweile, in der Zwischenzeit hat mir Pinterest auch noch eine weitere E-Mail geschickt und gesagt, schön, dass du dich jetzt angemeldet hast und fordert mich aber auch nochmal dazu auf, gut über meine Pins nachzudenken, weil wir jetzt einer der ersten Mitglieder der Community sind, setzen wir also ein bisschen den Ton der gesamten Community, sagt Pinterest, und bittet mich also große Bilder zu benutzen, ein bisschen über die Beschreibung nachzudenken und eigentlich Sachen wirklich nur zu pinnen, die ich wirklich gerne mag. Und keine Nacktheit, no nudity. Das sind wir aber aus Amerika im Grunde gewöhnt. Pinterest bedient sich tatsächlich intuitiv ziemlich einfach. Ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, da auch mal ein bisschen mit rumzuspielen. Wir haben offensichtlich die Möglichkeit, auch einige Einladungen weiterzugeben. Wer daran interessiert ist, meldet sich also bitte in den Kommentaren und wir werden dann, solange das klappt und wenn es klappt, gerne Einladungen vergeben. Jetzt zeigen wir noch, wie der Anmeldevorgang funktioniert und der erste Pin gesetzt wird. So, ich soll mit Facebook oder mit Twitter mich einloggen. Dann möchte ich doch erstmal wissen, warum ich mich denn nicht auf Pinterest exklusiv einloggen kann. Die schreiben, damit es mir leichter fällt, Menschen zu finden, die ich kenne und um Spam zu reduzieren,
Hallo, es ist also jetzt gelungen, über den Twitter-Account von SupportNet hier bei Pinterest zur Anmeldung geleitet zu werden. Wir geben also die Login-Informationen ein. Also wir sind jetzt tatsächlich bei Pinterest registriert und hier wird mir auf der ersten Seite angegeben, was so typische Themen bei Pinterest sind, denen wir folgen wollen. Ich würde mal sagen, das ist zum einen Geek natürlich. Dann interessiert mich Technology logischerweise und ja, an und ab was zu lachen, habe ich eigentlich auch ganz gerne. Und Science im weiteren Sinne natürlich auch. Und da Pinterest ja besonders auch eine visuelle Sache sein soll, nehme ich mal noch Fotografie, Art dazu. Das sollte dann doch für den, und vielleicht noch Design, das sollte doch für den Anfang reichen. Hier werden mir jetzt verschiedene Personen angeboten, denen ich doch ruhig mal folgen sollte. Das möchte ich aber erstmal hinausschieben. Einem Freund, also einer unserer Twitter-Bekanntschaften, folge ich wohl schon automatisch und jetzt soll ich auch eigene Pinboards herstellen. Oder würde ich mal sagen, wir haben ja ganz typisch bei SupportNet Tipps. Dann haben wir bei SupportNet Tests. Wir haben bei SupportNet auch News. Und mit drei Pinboards am Anfang, das sollte doch mal reichen. Die werden jetzt created. Hier würde mir Pinterest auch ein Tutorial-Video auf Englisch geben, aber ich glaube, das müsste auch so klappen. Um also was zu pinnen, soll ich Sachen mir aussuchen, die mir gut gefallen und die dann auch auf meine Pinnwände setzen. Ich schaue mal, was er mir hier so am Anfang anbietet, ob mir da auf Anhieb was auffällt, was mir besonders gut gefällt. Das hier finde ich zum Beispiel, glaube ich, ganz witzig. Können wir das mal. Ja, da geht es um eine Geldbörse. Na, ach, so interessant ist das ja nun auch nicht. Gehe ich mal lieber zurück. Aber den ersten Eindruck, den ihr bekommt, ich kann also hier die Pinnwände von anderen Menschen kommentieren. Hier ist doch zum Beispiel ein schönes Auto, da kann ich also mal sagen, nice car. Wir machen das ja hier alles auf Englisch. Also eine wichtige Sache bei Pinterest ist, den Pin-It-Button zu installieren. Right-Click und dann zu den Favoriten hinzufügen. Pin-It hinzufügen. Damit kann ich nämlich jetzt in Zukunft anscheinend jede beliebige Seite einfach pinnen. Um euch das zu zeigen, zum Beispiel haben wir kürzlich ja ein Erklärstück zum Datenschutz gehabt
Und wenn ich jetzt hier wiederum anwähle Pinit, dann bekomme ich halt die verschiedenen Illustrationen dieser Webseite angezeigt und könnte zum Beispiel unser Erklärvideo zum Datenschutz pinnen und schreibt mal dazu, was da eigentlich, wofür dieser Pin halt diese steht. Den kann ich mir jetzt auch angucken. Und damit ist das Video gleich auf Supportnet gepinnt. Wunderbar, das hat also super gut geklappt. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Supportnet.